In diesem Beispiel geht es um die Berechnung der sogenannten Phasenraumdichte oder Zustandsdichte, wie sie bei der Betrachtung von Fermis goldener Regel auftauchte. Hier ist Fermis goldene Regel hingeschrieben. Sie liefert einen Zusammenhang zwischen der Übergangsrate, zum Beispiel bei einem Streuexperiment, dem Matrixelement, das den Anfangs- und den Endzustand verbindet, zum Quadrat, und eben diese Phasenraumdichte oder Zustandsdichte. Diese Zustandsdichte ist also die Dichte von Zuständen pro Energieintervall oder Impulsintervall von möglichen Endzuständen des gestreuten Teilchens. Und nun versuchen wir, diese Zustandsdichte im Rahmen der nicht-relativistischen Quantenmechanik zu berechnen. Das Problem, das vorliegt, ist zum Beispiel beim Streuexperiment, dass ein einlaufendes Teilchen an einem Potential streut. Das läuft dann aus mit bestimmten Impulsen und man findet es zum Beispiel in einem gewissen Volumen im Endzustand. Und nun fragen wir uns, in welche Dichte von Zuständen gibt es, wenn wir das Teilchen in einem bestimmten Volumen aufzufinden suchen. Hier betrachten wir zuerst das Problem eindimensional. Zum Beispiel nur in der x-Koordinate und im eindimensionalen Fall wäre das Volumen, also das wir zuerst betrachten, einfach eine bestimmte Breite von der Länge, von der Breite Lx. Und wir fragen uns eben, wenn das Teilchen in dieses eindimensionale Volumen gestreut wird, was sind die möglichen Zustände, Impulszustände, Energiezustände in einem solchen endlichen Volumen. Dabei ist zu betrachten, dass wir ein freies Teilchen haben, asymptotisch, also weit genug entfernt vom Streupotenzial haben wir wieder eine freie Propagation eines Teilchens, was bedeutet, dass wir eigentlich die freie Schrödinger-Gleichung lösen müssen. Also das ist unser nicht-relativistischer Quantenzustand oder die nicht-relativistische Quantenfunktion Psi von T und X. Und das ist die Schrödinger-Gleichung. Jetzt eindimensional, nur in der x-Koordinate geschrieben. Und es taucht hier kein Potenzial auf, das ist also die freie Schrödinger-Gleichung. Die allgemeine Lösung dieser Schrödinger-Gleichung ist von der Form, ich habe hier die Zeitabhängigkeit und ich verwende jetzt natürliche Einheiten. Ich setze also h quer gleich 1. Und dann habe ich eine Linearkombination von möglichen Impuls. Funktionen. Das ist der Impuls in x-Richtung, zwei Koeffizienten. Das ist nun also die allgemeine Lösung. Und nun fragen wir uns, wie können wir diese Koeffizienten, wie können wir das noch einschränken durch zusätzliche Randbedingungen? Achtung, wir haben hier es nicht mit einem, wie oft diskutiert, unendlich tiefen Potenzial zu tun, sondern es ist ein freies Teilchen. Wir betrachten es nur eben ein bestimmtes Volumen, das wir beliebig herausnehmen aus dem gesamten Raum und untersuchen eben, welche Zustände sind in diesem Volumen möglich. Um das Problem elegant anzugehen, wird sehr oft Folgendes gemacht. Wir gehen nämlich von periodischen Randbedingungen aus. Was bedeutet das? Wir haben ja irgendein beliebiges Volumenelement rausgenommen aus dem gesamten Volumen, also im gesamten Raum. Und im Prinzip ist dieses Volumen nicht durch nichts ausgezeichnet. Das heißt, wir nehmen einfach an, dass die quantenmechanische Wellenfunktion Psi von Tx an irgendeinem Punkt x finden wir wieder, wenn wir einfach um ein solches endliches Volumen nach rechts oder links gehen. Das heißt, es muss gelten, dass die Funktion an einer beliebigen Stelle x gleich ist wie die Funktion an einer Stelle um Lx verschoben. Das sind also periodische Randbedingungen. Wenn wir nun das einsetzen in diese Lösung, dann findet man folgende Bedingung an den räumlichen Anteil der Lösung. Da muss nämlich gelten, dass dieser Ausdruck hier gleich 1 sein muss. Und das ist erfüllt, falls px mal lx gleich irgendeine Anzahl nx
von Zuständen mal 2pi ist, wobei nx gehen kann von 0, 1, 2, 3 und so weiter. Das sind die, eben die möglichen Impulszustände. Wir sehen also, die möglichen Impulse sind gequantelt. Es können wir nur mit solchen Quantenzahlen vor, von 0 bis unendlich. Das heißt, wenn ich das hier, das Lx, nach rechts dividiere, sehe ich eben, was die möglichen Impulse sind für eine solche Lösung. Nun, das heißt, das können wir auch umschreiben. Oder wir können das jetzt auch nach der Anzahl Zuständen umschreiben. Das heißt, die Anzahl Zustände bei einem bestimmten Impuls ist gegeben durch Lx durch 2pi bx. Wir sehen jetzt hier zwei Dinge. Wenn das Volumen immer größer wird, wenn wir Lx größer machen bei einem bestimmten Impuls, nehmen die Anzahl Zustände zu. Oder man kann es auch so sehen, je größer das Volumen wird, je größer Lx wird, desto kleiner werden die Abstände zwischen zwei möglichen Energie- oder Impulsniveaus. Und umgekehrt, je kleiner ich den Raum mache hier, je kleiner ich dieses endliche Volumen mache, desto größer wird der Abstand werden zwischen zwei Impulszuständen bzw. zwischen zwei Energieniveaus. Das ist bekannt, wie Sie es auch kennen bei Diskussionen von quantenmechanischen Zuständen in einem Potentialtopf. Wenn wir nun wieder zurückgehen auf SI-Einheiten, nicht natürliche Einheiten, dann würde das bedeuten, dass die Anzahl Zustände bei einem bestimmten Impuls gegeben ist durch Lx durch 2pi. Und hier taucht das h quer dann wieder auf, mal px. Und das bedeutet nun Folgendes, können wir jetzt auch umrechnen. Wir können uns jetzt fragen, was ist die Anzahl Zustände pro Impulsintervall? Also was ist die Anzahl von Zuständen in einem kleinen Impulsintervall Delta px. Und das kann ich hier leicht berechnen. dnx, das ist also diese Anzahl Zustände, die ich finde, nur in einem endlichen Impulsintervall, ist dann einfach lx durch 2pi h quer dpx. Oder wir finden dann gleich schon in einer Dimension, nämlich die Zustandsdichte, das ist, was wir eigentlich hier suchen. Man kann das dann noch umrechnen nach der Energie. Aber im Wesentlichen ist es die Anzahl Zustände in x-Richtung pro Impulsintervall, ist dann einfach gegeben durch Lx durch 2pi h quer. Und wiederum finden wir, dass die Dichte zunimmt, je größer das Volumen wird. Bei unendlich großem Volumen wird die Dichte von Zuständen einfacher unendlich groß und die Dichte wird kleiner, je kleiner das Volumen ist. Analog kann man sowas berechnen für die y- und z-Richtung. Man würde dann dieselben Ausdrücke finden für Anzahl Zustände jetzt in einem Volumen in y- und z-Richtung. Wir müssen nur Lx und Px ersetzen durch Ly und Py und äquivalent für die Z. Und damit kann ich mich am Ende fragen, was ist also die Gesamtanzahl Zustände in einem endlichen Impulsintervall jetzt in drei Dimensionen? Das ist einfach das Produkt der Zustände in den drei Richtungen, also dnx, dny, dnz. Das ist aber, das kann ich auch so schreiben, das ist praktisch die Anzahl Zustände in einem dreidimensionalen Volumen. Die ist nun gegeben, einfach aus dem Produkt aller drei Fälle. Und das Produkt ergibt sich aus Lx mal Ly mal Lz durch 2pi h quer hoch 3. Das ist derselbe Ausdruck für alle drei Richtungen. Das hier ist gerade das gesamte Volumen, das wir betrachten jetzt in drei Dimensionen, mal dpx, dpy, dpz. Und das ist ja gerade einfach das dreidimensionale Volumenselement im Impulsraum. Jetzt finden wir also, dass die dreidimensionale Zustandsdichte d3n gegeben ist aus dem Volumen durch 2pi h quer hoch 3 d3p. Das kann ich auch schreiben als
Volumen durch 2pi h quer hoch 3 mal jetzt in Kugelkoordinaten b Quadrat dp, wobei das jetzt der Impulsbetrag ist für den dreidimensionalen Impuls, mal ein Raumwinkelelement. Oder, das kann ich schließlich auch schreiben, als wenn ich mich frage, was ist die Zustandsdichte, das bezeichne ich jetzt einfach als dn, anstatt d3n zu schreiben, aber gemeint ist wirklich die Dichte im dreidimensionalen Raum, pro Impulsintervall, wobei jetzt das der Betrag des Impulses ist in drei Dimensionen, ist damit gegeben durch diesen Ausdruck 2pi h quer hoch 3 mal das Volumen mal b Quadrat und das Raumwinkelelement. Und das war dann auch tatsächlich der Ausdruck, den wir verwendet haben, als wir die Übergangsrate berechnet haben im Falle der Radoffortstreuung, wo wir dann konkret diesen Ausdruck eingesetzt haben.